meine lieben YouTuber, ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich habe Post bekommen von der Firma One Audio. Und ja, vielleicht kennen manche von euch die Firma schon, andere vielleicht auch nicht. Denn es ist so, dass ich Wireless Over-Ear Kopfhörer zugeschickt bekommen habe. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Denn heute geht es um... Tada! Die One Audio Fusion A70 Wireless bzw. DJ Kopfhörer. Ja. Ja, Leute, ich würde einfach sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und los geht's! Ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass ich diese Kopfhörer zugeschickt bekommen habe, denn ich höre ständig Musik, Leute. Auch wenn ich unterwegs bin, ihr wisst das ja auch, wenn ich mit Eva unterwegs bin, also mit meinem E-Bike, für die Leute, die noch nicht wissen, wer Eva ist. Und da habe ich ja auch Musik, einen Smart Helm, nutze darüber das. Oder wenn ich draußen bin, mit der Bahn unterwegs bin, was weiß ich, ich habe dann immer Kopfhörer dabei. So, und das hier sind jetzt Wireless Over-Ear Kopfhörer, hier auch das Modell A70 und so sieht die ganze Verpackung aus. Ja, und ich finde es auf jeden Fall sehr cool, weil ich Bluetooth super gerne nutze. Also es sind Bluetooth-Kopfhörer, die könnt ihr aber auch mit Kabel benutzen. Das zeige ich euch gleich aber noch im Detail. Und ja, ich würde euch erstmal vorlesen, was denn hier draufsteht. Also an der Seite haben wir hier einmal folgende Punkte, also die sind hier aufgelistet. Da haben wir hier einmal den Punkt, dass es wireless ist. Also es ist ein wireless Headset, wie ich auch gesagt habe, also kabellos tragbar. Dann haben wir hier, dass es portabel ist, also dass ihr das zusammenfalten könnt und dadurch natürlich für den Transport super geeignet ist, wenn ihr jetzt nicht so viel Platz in der Tasche habt oder so, das ist alles super. Dann habt ihr hier ein Dual-Duty-Kabel, dazu kommen wir gleich auch nochmal, ein Jack-Lock-System. Ja, das steht da. Ist für die ein oder anderen wahrscheinlich auch noch neu. War es für mich auch, Leute. Ich muss das auch erstmal probieren. Und dann haben wir hier noch Bluetooth Musik Sharing mit dabei. Ja, dann zu den Spezifikationen. Da haben wir hier einmal 40 mm Speaker, eine Talktime zum Beispiel von 48 Stunden, Leute. Also ihr könnt darüber natürlich auch telefonieren, dann Anrufe empfangen und dann könnt ihr 48 Stunden quatschen. Ja, die Charge Time ist ungefähr 2,5 bis 3 Stunden. Also wenn ihr den dann aufladet, dann seid ihr auf jeden Fall nach 3 Stunden safe damit durch. Und ja, den Modellnamen hatte ich vorgelesen und hier steht dann auch noch eine Transmission Frequenz von 2402 MHz bis 2480 MHz. Ja, was natürlich auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist, wie viele Stunden ihr Musik hören könnt. Und Leute, hier steht das dann auch noch mal drauf, 50 Stunden. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, spiegelt ein bisschen. Ja, also ihr könnt 50 Stunden Musik hören. Das muss man erstmal schaffen. Und ja, ich werde euch das gleich aber nochmal einblenden für die Leute, die jetzt so explizit nach diesen ganzen spezifischen Dingen gucken und für die das wichtig ist. Also das werde ich gleich nochmal einblenden, wenn ich den Kopfhörer dann natürlich auch nochmal filme. Und was mit dabei ist, werde ich euch jetzt auch zeigen. Ja, Leute, und ich würde einfach sagen, wir packen den jetzt mal aus und schauen mal, wie der Kopfhörer aussieht. Tada! Ja, Leute, schaut mal. Also, diese Kopfhörer kommen in einem Beutelchen. Also, das ist auch ein Kunstleder. Das ist kein Stoff. Ich habe das auch erst gedacht, als ich den ausgepackt habe, habe ich gedacht, oder so, ne? Aber nee, das ist wirklich Kunstleder. Sehr schön verarbeitet. Rote Bändchen. Und ja, dann nehmen wir den mal hier raus. So. Tada! Schaut mal, Leute.
Ja, das sind die Kopfhörer. Ich werde die natürlich gleich auch noch aufsetzen, aber ich zeige euch jetzt erstmal so, wie die aussehen. So, mache ich mal zusammen. Also, ihr habt hier oben an dem Bügel natürlich alles mit Leder schön umschlossen. Habt ihr hier rote Nähte? Genau, die sind also hier schön farblich abgesetzt und hier dann natürlich die Aufschrift One Audio, wie die Firma heißt. Seitlich sieht das Ganze so aus. Also ich finde, die sehen richtig, richtig schön aus. Die gibt es übrigens auch in mehreren Farben. Also müsst ihr mal schauen. Ich werde den Link natürlich unten in die Infobox packen. Da könnt ihr auch noch mal drauf schauen. Und die gibt es dann noch in Rot zum Beispiel für die Leute, die das toll finden. Oder auch etwas mit Gold. Und ja, so sieht das aus. Die könnt ihr natürlich auch schwenken. Und das ist natürlich auch wichtig, weil ihr die dann so auch leichter transportieren könnt bzw. zusammenpacken könnt, damit ihr die hier im Beutel tragen könnt. Ja, von der anderen Seite sieht das so aus. Und was natürlich auch wichtig ist, ist dieses Rechts-Links-Ding. Da haben die Kopfhörer ja auch immer eine kleine Markierung oder so. Hier ist das so, dass das in den Ohrmuscheln direkt drin ist. Also für links und rechts, da kann man sich dann auch nicht vertun. Und ja, die einzelnen Knöpfe zur Bedienung befinden sich dann hier außerhalb. Seht ihr das? Genau. Und da könnt ihr dann lauter, leiser machen und so. Das lese ich euch gleich aber auch noch alles vor, beziehungsweise erkläre euch das. Hier habt ihr dann einmal die Aufnahme für den Klinkenstecker. Links und rechts und dann hier natürlich noch ein Micro-USB-Anschluss, um den Kopfhörer aufzuladen. Ja, das hier ist erstmal der Kopfhörer und jetzt zeige ich euch mal die Kabel, die mit dabei sind. Als erstes ist mit dabei dieses 3,5 mm Klinken. Kabel. Also das ist wirklich das übliche Kabel, womit ihr dann natürlich Musik hören könnt. Habe ich auch immer gemacht am Handy und so. Und das könnt ihr hier dann ganz einfach an der Seite einstecken und dann natürlich an eurem Endgerät. Und ja, das finde ich auf jeden Fall sehr cool. 3,5 mm, wie die übliche Größe ist. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Kabel mit bei. Und das ist das hier. Noch mit dabei ist dieses Doppelzweckkabel, Leute. Ja, und auf den ersten Blick seht ihr natürlich schon zwei verschiedene Klinkenstecker. Und zwar einmal den normalen 3,5 mm, wie ich euch eben auch gezeigt habe. Und dann einmal den 6,35 mm. Ja, und die sind übrigens auch vergoldet. Auch bei dem anderen. Ich halte das hier auch nochmal hin. Also die ganzen Anschlüsse hier sind vergoldet. Ja, und dann habe ich ja auch gesagt, dass diese Stecker ein Jack-Lock-System haben. Und das war für mich natürlich auch neu. Ich hatte das vorher auch noch nicht bei Kopfhörern gesehen, bei diesen hier schon. Deswegen auch der Hintergrund, dass es DJ-Kopfhörer sind. Denn die haben hier links und rechts einmal so einen kleinen Haken, würde ich sagen, womit man das einrasten kann. Und wenn ich das jetzt hier reinstecke in den Kopfhörer, kann ich den einmal rumdrehen. Ja, das ist dann quasi wie so ein Schlüssel und dann lässt sich das Kabel auch nicht mehr entfernen. Und das ist ja wichtig, wenn ihr jetzt den Kopfhörer tragt und damit natürlich als DJ arbeitet oder was weiß ich was macht, das befestigt an eurem Keyboard, an eurer Gitarre oder irgendwas, ist es natürlich total ärgerlich, wenn ihr dann natürlich das Kabel verliert, das abrutscht und. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Das kann hiermit nicht passieren. Und das ist auch butterweich. Also man hört davon nichts und wenn ich das natürlich dann wieder normal rausdrehe, wie ich ja gesagt habe, wie so ein Schlüsseleffekt, dann kann ich den Stecker ganz einfach hier wieder aus dieser Öse ziehen. Ja, und auf dieser Seite ist dann natürlich die 6,35 mm Aufnahme, womit ihr das dann einstecken könnt.
Was dieser Kopfhörer auch hat, dass ihr den mit einem anderen Kopfhörer zusammenschließen könnt. Ja, und somit könnt ihr dann sogar zusammen Musik hören. Ja, so als Pärchen. So. Dann könnt ihr beide zusammen hören, irgendwo schön im Grünen liegen. Und ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Was ich auch noch sehr cool finde, ist, dass ihr diese Kopfhörer an zwei Geräte gleichzeitig anschließen könnt, Leute. Ja, aufgrund der zwei Klinkenaufnahmen ist es natürlich so, dass ihr zwei Möglichkeiten habt, diesen Kopfhörer zu nutzen. Daher habt ihr auch keine Probleme, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will das ans Smartphone anschließen und gleichzeitig vielleicht an euer Keyboard. Ich habe die Kopfhörer natürlich auch schon getestet. Ich setze sie jetzt auch nochmal für euch auf. Und diese Ohrpolster, Leute, die sind so, so toll. Also richtig weich und da tut wirklich nichts weh. Ich halte das jetzt auch mal hier rein. Seht ihr das? Also das ist wirklich sehr, sehr weich. Nicht, dass ihr denkt, dass das irgendwie so ein hartes Material ist. Das ist richtig bequem, auch oberhalb. Also das finde ich ja auch immer wichtig, dass er jetzt nichts drückt oder ihr Schmerzen habt, wenn ihr jetzt 2-3 Stunden auch vielleicht mit dem Zug unterwegs seid. Und ihr könnt das natürlich auch Größen verstellen. Also da werdet ihr auch keine Probleme haben, das dann zu tragen und passt für jedes Köpfchen. Ja, und wie ich natürlich eben gesagt habe, könnt ihr diese Kopfhörer in diesem Beutel verstauen. Und ihr seht schon, zack, zack, habe ich das so zusammen und kann dann natürlich die Kopfhörer in dieses kleine Beutelchen stecken und schwupps könnt ihr das in eurem Rucksack verstauen. Und ja, Leute, also ich muss sagen, ich bin ja immer sehr, sehr kritisch, was so Klang anbetrifft, auch wenn es ums Heimkino geht und so. Und diese One Audio Fusion A70 haben mich wirklich überzeugt. Und das ging nicht mir nur so, also ihr müsst mal schauen. Ich packe den Link ja unten in die Infobox, wenn ihr dann mal bei Amazon schaut. Über 3000 Leute haben sich diesen Kopfhörer gekauft, Leute. Es ist unglaublich. Die haben einen so, so guten Bass und für mich einen sehr vollen Klang. Es sind ja auch High-Audio-Kopfhörer und ja, also ich kann da wirklich nichts dran bemängeln. Die liegen wirklich gut auf, auch dass so die Außengeräusche gut abgefangen werden. Das ist ja auch immer sehr wichtig und ich finde die optisch klasse, vom Klang klasse und ich kann die euch wirklich nur empfehlen, Leute. Und wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach einem Bluetooth-Kopfhörer, den ihr vielleicht auch mit eurem Musikinstrument koppeln könnt oder mit was auch immer, da bleiben euch ja keine Grenzen offen, dann kann ich euch diesen Kopfhörer einfach nur empfehlen. Ihr habt hier auch 24 Monate Garantie, das steht hier oben natürlich auch nochmal drauf. Ihr habt dann die Auswahl noch über die Farbe, dass ihr da schauen könnt, was ihr haben möchtet. Und ja, ich würde jetzt einfach noch sagen, bevor wir das Video beenden, blende ich euch jetzt einfach noch ein paar kleine Eindrücke ein. Auch nochmal die Spezifikationen, dass ihr das auch nochmal im Detail seht. Und dann sehen wir uns natürlich gleich nochmal hier wieder. Ich möchte euch jetzt noch kurz die Tastenbelegung erklären. Und zwar habt ihr hier einmal drei Tasten. Die oberste ist einmal für Lautstärke erhöhen oder zum Beispiel auch für ein nächstes Lied. Die zweite Taste ist die Multitaste. Also es sieht so aus wie ein Ein- und Ausschalter. Der ist es auch. Aber ihr könnt damit gleichzeitig auch Anrufe annehmen oder pausieren oder natürlich wieder auf Play drücken. Der dritte Knopf ist einmal für Minus, also für die Lautstärke verringern oder dass ihr nochmal das letzte Lied aufrufen könnt. So, hier habt ihr dann einmal den 3,5 mm AUX-In-Anschluss und gleich daneben haben wir, ich hoffe ihr könnt das jetzt erkennen, die LED-Anzeige. Das heißt also, wenn ihr den Kopfhörer jetzt mit Bluetooth verbindet, dann blinkt das da, damit könnt ihr dann auch sehen, wann der auflädt und wenn ihr ihn natürlich einschaltet.
Ich werde jetzt einmal den Power-Knopf drücken und wenn ich die Taste hier gedrückt halte, so wie es auch angegeben ist, dann seht ihr jetzt schon, dass der Kopfhörer nach einem Bluetooth-Gerät sucht. Und so würde die LED-Anzeige dann bei euch aussehen. So, ein Punkt weiter befindet sich das Mikrofon und dann geht es auch schon weiter mit der anderen Seite. Hier haben wir einmal nur zwei Punkte, die ich euch erklären kann. Und hier haben wir einmal den 6,35 mm Anschluss und hier natürlich den Micro-USB-Ladeanschluss, damit ihr den Kopfhörer aufladen könnt. Kopfhörer bekommen und was ich euch jetzt noch an dieser Stelle sagen möchte, bevor ihr euch das fragt, denn sowas finde ich immer sehr, sehr wichtig, wenn man ein neues Gerät hat und vielleicht nicht so richtig weiß, wie das funktioniert oder auch nicht so die Möglichkeit hat, im Internet danach zu recherchieren oder vielleicht bekommt ihr die Kopfhörer ja auch geschenkt von irgendjemandem, ist eine Bedienungsanleitung mit dabei und vor allem auch in Deutsch. Ja, deswegen erwähne ich das. Also hier steht das auch nochmal drin, wie ihr den Kopfhörer bedienen könnt, wie ihr ihn verbindet, wie das mit dem Koppeln funktioniert und natürlich auch, wenn ihr einen Fehler mit dem Kopfhörer habt. Ja, Leute, also ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass euch der Kopfhörer gefällt. Und wie gesagt, ihr könnt ja unten nochmal auf den Link schauen. Dann seht ihr auch nochmal die ganzen Infos dazu. Und dann wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und ganz, ganz viel Spaß beim Musik hören. Also bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.